Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 4, Wahl der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Staatsgerichtshofs wird auf die Dauer ihrer oder seiner jeweiligen Amtszeit als Mitglied aus der Gesamtheit aller ständigen Mitglieder gewählt. Die Befähigung zum Richteramt ist Voraussetzung für dieses Amt. Da die bisherige Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs, Frau Prof. Dr. Dr. H.C. Ute Saksowski, aus dem Kreise der nichtrichterlichen Mitglieder gewählt worden war, ist die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Staatsgerichtshofs neu zu wählen. Zur Wahl bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtages. Es liegt Ihnen ein Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und der SPD, Drucksache 21-282, vor, Frau Prof. Dr. Dr. H.C. Ute Saksowski erneut zur Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs zu wählen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Die Wiederwahl ist zulässig und wie mit den Fraktionen besprochen, wird diese Wahl jetzt offen per Handzeichen erfolgen. Ich frage aber trotzdem noch mal, ob dieser Vereinbarung widersprochen wird. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir nun zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 21-282 zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die AfD-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Herr. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Ich darf fragen, wer enthält sich? Das sind die Freien Demokraten. Ich stelle fest, dass die erforderliche Mehrheit damit erreicht ist und Frau Prof. Dr. Dr. H.C. Ute Saksowski zur Vizepräsidentin des Staatsgerichtshofs gewählt wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vereidigung bzw. der Hinweis auf den bereits geleisteten Eid von Frau Prof. Saksowski findet vereinbarungsgemäß ebenfalls am Donnerstag nach der Mittagspause statt. Wir sind damit am Ende des heutigen Plenartages angekommen. Nun kommt der Kultuspolitische Ausschuss noch im Sitzungsraum 501a zusammen. Und ich erinnere noch einmal an den parlamentarischen Abend der Fraport im Restaurant Lumen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Sitzung ist geschlossen.